Herzlich willkommen hier bei Alpha Presents. Ich bin Alpha und ich präsentiere die DVD- und Blu-ray-Kritiken. Heute betrachten wir das zweite Abenteuer des Grünwüterichs. Es geht um den unglaublichen Hulk. Story. Bruce Banner ist ein genialer Wissenschaftler, der im Geheimen für die US-Regierung arbeitet. Und zwar am Supersoldatenserum. Ganz recht jenes Serum, was auch damals Captain America hat entstehen lassen. Der Forscher starb, die Substanz ging verloren, auch das Wissen um die Herstellung. Da das aber eine ziemlich geile Sache war, versucht man auch noch 60 Jahre später, das Ganze zu reproduzieren. Dummerweise entsteht bei einem Selbstversuch Banners kein zweiter Captain America, sondern der Hulk. Eine unaufhaltsame Kreatur in Bruce Banner, die herauskommt, wenn er wütend ist. Nach seiner Flucht aus den USA findet der Zuschauer Bruce Banner in Brasilien wieder. Er versucht durch Experimente den Hulk loszuwerden und abseits dessen ein normales, hulkfreies Leben zu führen. Durch Zufall bekommt das Militär seinen Aufenthaltsort heraus und bei der Konfrontation bricht der Hulk los und Banner sieht sich gezwungen, auch Brasilien wieder zu lassen und da entschließt er sich zurück, in die USA zu reisen und mit dem mysteriösen Mr. Blue eine Formel zu entwickeln, um den Hulk zu entfernen. Er braucht allerdings noch Daten und an die kommt er nur über seine Ex-Frau, Freundin, Betty Ross, heran. In der Zwischenzeit fand ein Soldat namens Blonsky Gefallen an dieser Idee mit dem Supersoldaten und lässt sich auch etwas von diesem Serum verabreichen. Performance. Edward Norton spielt Bruce Banner und er schafft es auch, eine mehr als glaubwürdige Leistung zu liefern. Zudem bringt er unter den drei Hulk-Darstellern der jüngeren Zeit die beste physische Voraussetzung mit sich. Er ist von Natur eher schlank und drahtig, darin sehe ich persönlich eher noch einen Bruce Banner. Neben der Ernsthaftigkeit darf auch gelacht werden, es darf auch geliebt werden, all das spielt er souverän. Und wir hätten das vermutlich auch in den Avengers-Teilen gesehen, aber nach Konflikten mit ihm und Marvel kam das leider nicht mehr zustande. Schade. Liv Tyler spielt Betty Ross und auch sie liefert eine souveräne Leistung ab. Die Figur ist interessant. Okay, sie ist teils die Damsel in Distress, aber auch zeitgleich der Ruhepol für Banner wie auch den Hulk. Das macht die Figur zumindest interessant. Sie ist nicht nutzlos. Sie muss nicht nur gerettet werden. Neben diesen Hauptfiguren spielt William Hurt den General Ross. Tim Roth spielt Emil Blonsky. Beide souverän, machen ihren Job gut. Eine Schwachstelle im Cast war für mich der Darsteller des Mr. Blue. Okay, er ist der Comic Relief, aber in seiner relativ kurzen Screentime gab es 1-2 zu dämliche Momente und irgendwie erinnert er mich an Kripke von Big Bang Theory. Besonderes. Der Film verdient ein großes Lob, einfach deshalb, weil er seinem Vorgängerfilm so richtig tief eins reinwirkt. Die Entstehungsgeschichte des Hulk, was der komplette Plot des ersten Films war, wird hier in 2-3 Minuten erzählt. Mit ein paar Änderungen, ja, aber das war's. Großartig! Genau so muss man das machen. Der Film ist nicht frei von Schwächen, aber man kann im Großen und Ganzen darüber wegsehen und hat einen wirklich soliden Actionfilm vor sich. Schade ist, dass man auch im zweiten Hulk-Film nicht das volle Potenzial der Figur hat ausschöpfen können. Auch auf zerstörerischer Seite. Immerhin konnte der erste Avengers-Film damit aufräumen. Hulk kommt und zerstört erstmal einen riesigen Alien-Wal. So führst du einen Hulk ein. Das klang falsch. Das klang sehr falsch. Um Gottes Willen. Die Extras sind, wie bei den meisten Marvel Blu-rays, recht vielseitig und auch recht vielschichtig. Es gibt Interviews, Making-ofs, diverseste Deleted Scenes, auch ein Audiokommentar, der ein bisschen versteckt ist. Die Extras in Der unglaubliche Hulk erfinden das Rad nicht neu, sind aber eine schöne Dreingabe und können durchaus mitgenommen werden. Der unglaubliche Hulk räumt dankenswerterweise mit der furchtbaren Version von Ang Lee auf. Falls ihr also vom Avengers Hulk angetan seid und denkt, ich möchte mehr von dieser Figur erfahren, tut euch bitte diesen Film an, Der unglaubliche Hulk, nicht der von 2003. Der Film ist solide, er hat seine Stärken, er hat seine Schwächen. Wer kein Marvel-Fan ist, aber auf Action steht, kann dem Film durchaus eine Chance geben. Marvel-Fans müssten eh zugreifen, um ihre Kollektion zu vervollständigen. Für alle anderen, leiht ihn euch aus und schaut einfach mal selbst. Habt ihr den Film vielleicht schon? Steht er nun auf eurer Liste? Eure Meinungen und Erfahrungen ab in die Kommentare und damit wünsche ich euch noch viel Spaß in der Filmwelt.
Wir sehen uns morgen ab 12 Uhr wieder hier auf Alpha Presents. Ich bin Alpha und ich präsentierte.